Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch so ein paar Bilder von meiner Kindheit bis hin zu meiner Jugend und ja, könnte sehr interessant werden und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach gleich mal los. Eins dazu muss ich jetzt noch gleich sagen, die Bilder sind jetzt irgendwie nicht nach Alter oder so gedichtet. Ich habe die einfach abfotografiert, so nach der Reihe, wie ich sie gefunden habe. Und hier, wow! Dieser Blick, dieser glückliche Blick, aber dieses Bild hat irgendwie schon so ein bisschen, wow, so glücklich, so aber irgendwie so nachdenklich und, ja gut, aber ich war irgendwie schon ein fettes Kind, ne? Dieses Bild hat auch jede Menge Style, würde ich sagen, und irgendwie sieht man doch, dass ich gerne blau getragen habe. Ja. Okay, das Bild ist schon so ein bisschen süß, ne? Ich war schon so ein süßer Bubi. Zwar ist mein grün-blaues oder grün-blauer Pulli angesabbert. Ich bin hier auch noch so ein bisschen voll mit Sabber. Aber süß, ne? Wow. Wow, das ist doch auch voll niedlich und wie ich pose so. Sollte ich dann Indianer sein oder so? Das war 100 Pro im Kindergarten, ne? Ah, hier sehen wir den Pulli in ganz, ne? So ein bisschen wirklich vollgesoppert und so, aber auch grün-blau gehalten. Und ja, ich dachte, ich füge das jetzt einfach auch noch mit ein, dass wir den Pulli sehen, ne? Und diese schönen Sauberflecken. Da ich mir dachte, so ein Babyfoto darf auch nicht fehlen, dann dachte ich mir, ich zeige euch dieses stylische Foto. Ist das nicht süß? Wow. War ich fett. Dann dachte ich mir, es dürfen natürlich auch keine Geschwisterbilder fehlen, deshalb habe ich auch so ein paar zusammen mit Verena Rose gesucht. Und ist das nicht niedlich, wie sie mir die Flasche gibt? Wow. Vor allem die Haare, vor allem ihre Haare, die. Ja, gut. Hier ist nochmal eins mit Verena zusammen und hier sieht man, wie fett ich eigentlich wirklich bin. Gebt euch diesen runden Schädel. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so einen runden Schädel gesehen. Und ich war halt in diesem Bild, sieht man, ich bin ziemlich busy, vor mir das Telefon, ne? Und ja, und wer den hat, eine Zahnbürste in der Hand. Okay! Komm, das ist doch auch irgendwie niedlich. Verena spielt so, als wäre sie so Bücher und ich denke mir so, ja, immer diese Paparazzis. Aber irgendwie ist mein Blick da schon so ein bisschen gequält, so wirklich so. Kennt ihr diesen einen Emoji, der mit diesen Flocken, also Strichmund, irgendwie hat das schon so ein bisschen Ähnlichkeit, oder? Und hier nochmal, hier ist Verena wieder total fit und ich denke mir einfach nur so. Süß. In diesem Bild war ich hier schon ein bisschen älter und Partnerlook ist scheiße, meine Kinder. Keine Ahnung, wieso wir da beide einen orangen Pulli anhatten und eine blaue Hose und dazu rote Schuhe und wieso wir beide einen blauen Stift in der Hand hatten. Ja. Oha, dieses Bild ist irgendwie schon ziemlich stylisch. Irgendwie hatte das jeder aus unserer Verwandtschaft irgendwo hängen oder stehen. Und irgendwie ist es schon süß. Ich finde, vor allem ich bin auch süß, mein Gesichtsausdruck so. Und
Ja gut, aber ich fand's irgendwie schon so ein bisschen süß, ne? Vor allem diese gezwungenen Kinderbilder immer beim Fotografen. Und hier habe ich noch ein Bild mit Verena zusammen, auch beim Fotografen. Ich finde, wir sehen schon so ein bisschen gezwungen aus, als wäre der Fotograf dort gestanden. Lächeln! Lächeln! Vor allem mein Blick so. Bitte tu mir nichts. Bitte. Wow. Und Verena. Hey, it's me, Verena. Ach Gottchen. So, meine Freunde, das war's aber noch nicht. Ich bin zurzeit bei meiner Mom und habe meine alten Schulbilder gefunden und ich dachte mir, die muss ich euch zeigen. Außerdem, glaube ich, sind da auch Kindergartenbilder dabei, aber I don't know, ich fange jetzt mit diesem Bild an, mit meiner schönen Free Willy Schultüte. Und ich hatte schon irgendwie stylische Haare. Findet ihr nicht? Und gebt euch meine schönen abstehenden großen Ohren. Wow! Amazing! Ja, aber das Bild, das geht eigentlich auch voll, ne? Dann habe ich noch dieses Bild hier. Ich kann euch jetzt echt nicht sagen, ob das Kindergarten war oder Schule, aber... Anrufen, später anrufen, Mama isn't at home. Da habe ich auch noch ein Bild, da war ich wirklich mega glücklich, wie man vielleicht sehen kann. Ich habe richtig gelacht mit meiner schönen Zahnlücke und ja, ich bin irgendwie zu Jahr zu Jahr hässlicher geworden. Dieses Bild hatte irgendwie auch jeder, weil irgendwie konnte man in der ersten, zweiten, dritten Klasse, nee, das war wenn dann erste oder zweite Klasse, noch, konnte man irgendwie so einen Taschenkalender, also so eine kleine Karte mit dem Bild vom Fotografen machen lassen. Und das haben wir irgendwie auch gemacht oder so. Oder die waren kostenlos dabei. Ich weiß gerade nicht mehr. Aber die hatten wir auch und die hatte er dann irgendwie auch wieder mit diesem Bild drauf. Nice. Wow. Wow, jetzt wird's aber schlimm. Also haltet euch fest, dieses Bild, wow, diese Brille, vor allem irgendwie sieht sie voll schief aus. Weil das war so eine Brille zum Biegen irgendwie und ich habe mich damit immer gespielt und wahrscheinlich deswegen. Und vor allem diese sexy Zähne, die ich habe, wow! Okay, dieses Bild ist auch mal mega peinlich. Was habe ich denn bitte hier für eine Welle raus? Oh mein Gott, aber ich glaube, da hatte ich schon eine andere Brille, ne? Ja, glaub schon. Aber... Bäh! Vor allem der Pony, ich versteh da allgemein meine Haare nicht. Ich verstehe die da wirklich überhaupt nicht, ne? Okay, hier habe ich noch mein Firmenbild, das genauso schrecklich ist wie das andere von eben. Und ja, da hatte ich wenigstens diese Welle nicht. Und da hatte ich schon so ein paar Strähnen drin. Aber die hatte ich schon früher auch. Und dieses Bild... Hätte eigentlich vor den anderen gehört, vor der Firmung und bla bla bla. Sieht man vielleicht auch an der Brille und an den Zähnen und ja. Da seht ihr, ich hatte, das war in der vierten Klasse oder so, da hatte ich eben, weil viele schon gefragt haben, wann ich mir das erste Mal die Haare gefärbt habe. Das war in der vierten Klasse, da habe ich mir blonde und schwarze Strähnen machen lassen. Wow! Und hier habe ich noch ein Bild, denn der erste durfte bei uns immer so eine Tafel halten und ja, ich war da damals der Erste und ich durfte diese Tafel halten und ich war 4A! Yay! Okay, dieses Bild ist halt auch so ein bisschen, ja, ich finde das geht, das war glaube ich in der 8. oder 9. Klasse dann schon und ja, das ist eigentlich in Ordnung, kann man sagen. Ja, und das hier war in der 10. Klasse, das würde ich auch für in Ordnung abstempeln. Da hatte ich auch schon Piercing, ne? Und so eine blaue fette Strähne hier vorne. Ja, why not, ne? Aber das, die zwei letzten fand ich jetzt eigentlich schon in Ordnung. So, meine Lieben, das war's mit meinen Kinderbildern und mit paar Mitverdiener zusammen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Bock habt, dass ich noch so ein bisschen die Schränke und die Fotoalben meiner Mom durchstöbere,
dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Außerdem könnte ich mal meinen alten Laptop suchen, weil da sind bestimmt auch so ein paar interessante Bilder von mir oben. Hier könnt ihr mich noch gerne kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und hier markiere ich euch meine zwei letzten Videos. Vielen Dank fürs Einschalten und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal.